Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 mit meinem Projekt Punjab. Projekt Punjab, was rede ich da? Mein Projekt Indien geht in seine entscheidende Phase. Was heißt in seine entscheidende Phase? Überhaupt nichts in der entscheidende Phase. Entscheidende Phase bezüglich seiner Ausbreitungssucht. Wir wollen nämlich, wenn möglich, Kolonien, ganz wichtig, bringen Prestige und verschiedenes anderes Zeugs. Nachdem wir keine kolonialisieren können, müssen wir sie erobern und deswegen befinden wir uns gerade im Krieg mit Äthiopien. Jo. Weiter geht's. Wir haben den hegelschen Idealismus entdeckt. Ausgezeichnet. Noch ein paar Prestigepunkte. Wir brauchen Prestigepunkte. Wir brauchen Militär. Wir brauchen Prestigepunkte. Wohin rennt denn der? Ah, der will darüber. Deshalb. Arg. Oh Gott, ihr seid so langsam. Nein, immerhin. Überleben wir alle. So, wie schaut das aus? Geistliche 2,5%. Gut. Hurra! So. Wenn wir da Typen erledigen. Oder nein. Machen wir es so. Erledigen wir da ein paar Typen. Ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben noch einmal eine Truppe. Was? Österreich ist nicht mehr Großmacht? Schon wieder? Also sind echt eine Nudel-Aug-Truppe dieses Mal. Packe ich einfach nicht. Analytische Philosophie, ausgezeichnet, und Luxusmöbelfabrik. Ah, das ist cool. Es gibt irgendein Gebiet, wo Luxusmöbel sinnvoll sind. Ostafghanistan zum Beispiel. Wenn ich dort Leute hätte, die in den Fabriken arbeiten würden. Schauen wir mal. Machen wir dann schon. Was willst du für einen Frieden? Ja, machen wir doch glatt. Gut, ausgezeichnet. So, Eritrea. Ist mein... Gut, schauen wir mal. Da können wir auch Eisenbahnen bauen. Wir bauen Eisenbahnen. Oh, das ist ja urcool. Da habe ich eine Edelmetallregion erobert. Das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Das bringt Geld. Hahaha. Geld, Reichtum. Macht. Und zwar 0,6 am Tag. Nein, immerhin am Tag. 0,6 am Tag ist okay.
Okay, gut, die können da stehen. Passt. So, na dann. Schauen wir mal, wie das mit Ägypten ausschaut. Haben die Partner neutral, 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 vertraut, neutral, herzlich neutral. Gut, wir werden keinen Krieg mit Ägypten führen. Ach je, ach je. Schade, Suez hätte ich gerne erobert. Na dann. Bringen wir unsere Leute wieder zurück. Hätte ich vielleicht in Äthiopien doch weiter erobern sollen. Ja, kann man jetzt nichts machen mehr. Ja, Afrika ist fast vollständig kolonialisiert. Italien ist irre groß. Frankreich ist sowieso immer groß. Die Briten sind eigentlich ziemlich unfähig, was die Kolonialisierung betrifft. Da ist der Computer nicht besonders klug. Und die Holländer, bitte, ist das arg? Holland und Italien. Pff, nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass wir irgend so eine Mika-Macht sind, ist das auch nicht schlecht, was wir so geleistet haben. Und wir hätten das vielleicht doch das erobern können, weil dann hätten wir die zwei kolonialisieren können. Irgendwie, das dürfte ein Bug im Programm sein. Der Computer kolonialisiert die irgendwie nie. Was ich ein bisschen seltsam finde, aber gut soll sein. Dafür kann ich jetzt nichts. Wir werden wahrscheinlich gegen Äthiopien dann eh nochmal einen Krieg führen. Na gut, das heißt, als nächstes werden wir schauen, dass wir Großbritannien irgendwie aus Indien rauswerfen. Das wird jetzt etwas schwieriger, glaube ich, als der Rest. Wir sind 15. Das ist irgendwie noch immer nicht allzu viel. Britisch-Indien, Britisch-Asien, ne. Britisch-Kanada. Ah. Wowzers. Die USA haben da alles. Oh Gott. Die Briten sind so unfähig. Das ist unglaublich. Ich meine, es ist eh nicht schlimm, wenn sie unfähig sind. Nur gegen mich werden sie wahrscheinlich urgut sein. Wir könnten versuchen, den Oman zu erobern, aber wollen wir das? Die sind sogar gerade im Krieg. Ah, Italien möchte sie erobern. Okay, vergessen wir den Oman. Und der Jemen ist echt eine Lulu. Ein Lulu. Den zu erobern ist fast schon sinnentleert. Da drüben ist auch schon alles erobert. Nein, Johor gibt's noch. Johor ist natürlich auch cool. Achso. Der ist ein Satellitenstaat von Großbritannien. Die haben den offensichtlich mal erobert und dann freigegeben wegen der Infamie-Punkte. Schade. Johor wäre schon auch cool gewesen. Australien ist unabhängig. Neuseeland ist unabhängig. Na gut. Ich gebe auch Gas. Ja, bis wir das da erforscht haben, ist auch noch 1,5 Jahre hin. Ist ja unfassbar. Die Briten sind ja die ärgeren Kriegstreiber. Jetzt führen sie gegen Jemen dann den Krieg. Ich backe es nicht.
viele Infamie-Punkte haben die? 9,84 für das, dass die das ständig Kriege erklären? Finde ich nicht in Ordnung. Und wir friedfertigen Punjabis haben 18,27. Hungersnot ausgebrochen. Ah, Hungersnot klingt nicht gut. Während Epidemien und weitreichende Hungersnöte in der westlichen Welt durch die Entwicklung moderner kapitalistischer Freihandelssysteme und der extensiven Unterteilung der Arbeiterschaft sowie neue Fortschritte auf agrarkulturellem Gebiet fast gänzlich verschwanden, forderte der Hunger eine der größten Geißeln der Menschheit überhaupt in Europa und den beiden Amerikas bis weit ins 20. Jahrhundert etliche Opfer. Davon waren natürlich hauptsächlich jene betroffen, die bereits arm waren. In einem unserer Staaten ist eine Hungersnot ausgebrochen und wir müssen darauf reagieren. Ja, Hungersnöte, Herrschaften, für alle, die es nicht wissen, eine der wichtigsten Errungenschaften der industriellen Revolution, und in meinem Unterricht werde ich nicht müde, das zu erwähnen, war der, dass man künstliche Dünger hergestellt hat. Weil ohne Düngemittel konnte man die ganzen Massen an Menschen, die entstanden sind, durch die industrielle Revolution, sind nämlich die Leute länger gelebt. Das heißt, es hat Bevölkerungsexplosionen gegeben und die Nahrungsmittelproduktion in Europa ist nicht nachgekommen. Und noch gar nicht so lange her, da gab es in Europa fürchterliche Hungersnöte. Ja, wir müssen den Hungerleidenden helfen. Sorry, ich habe im Büro schon was gegeben. Oh Gott. Ja, ich glaube 3000 kann ich verkraften. Okay, jetzt immer die Sachen, die mich interessieren hier. Spannungen in Westafghanistan, nein! Und ich dachte, ich hätte das hinter mich gebracht. Unseres. Schauen wir mal, wie schaut das aus. Oh Gott. Aber Österreich und Russland sind stärker betroffen. Oh, die Afghanistan. Ah, warte mal, Belutschistan war das, gell? Afghanische Befreiungsbewegung ist das. Das ist auch die afghanische Befreiungsbewegung. Okay, wir müssen uns um Afghanistan da also kümmern. Die unterdrücken wir doch glatt. So, jetzt müsste es eigentlich wieder weniger werden. Jop. Gut. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass ich da entgegensteuern kann. Ich meine, ich bin noch immer ein bisschen blöd manchmal. Ja, bitte, dem Jemen geben wir sicher kein Durchgangsrecht. Die können wir mal gern haben. Ich meine, die Briten kriegen auch keines, aber der Jemen sicher nicht. Was bin ich denn da? Ich kümmere mich eh schon um meine Armen. Da muss ich mich auch noch um deren Armen kümmern. So, Luxusmöbelfabrik wollen wir da noch reinbauen. Aber, wichtig, wir werden jetzt, glaube ich, nochmal den Geistlichen hier wegtun. Und da auch Fachkräfte anfordern. So, wie viele Facharbeiter haben wir hier? 4,6. Nein, es müssen noch ein bisschen mehr werden, bevor die Angestellten kommen. Apropos Angestellte.
Punjab. Ja, bauen wir mehr da aus. Was hat Italien? Eine Modellkolonie? Pff, lächerlich. Ich kann schon zeigen, was eine Modellkolonie ist. Frechheit. So, wie schaut denn das aus mit Russland? Wollt ihr mir jetzt ein Bündnis nicht akzeptieren? 33. So. Rebellen. Ist das arg? Ah, da kommt ja gerade recht. So, ihr geht's mal daher und dann zurück nach Lahore. Apropos, ich habe total vergessen, die anderen Truppen zurückzuholen. Meine Güte, ich bin so dumm. So. Außerdem Norddeutschen Bund Beziehungen verbessern. Frankreich. Auf jeden Fall Beziehungen. Naja, wobei andererseits so sicher bin ich eh nicht, ob ich Frankreich als Freund will. Norddeutscher Bund und Russland sind wichtig. Bayern ist uns wurscht. Italien vielleicht noch. Wieso sind die bei minus 70? Ah, die USA natürlich. Stimmt, obwohl die greifen sowieso nie ein. Steam sagt mir gerade, dass irgendwelche Freunde, ich habe jetzt gerade Anführungszeichen in die Luft gemacht, Counter-Strike spielen. Gut, achso, warte mal, außerdem. Da wieder ein bisschen mehr machen. Und dann gehen wir auf 91% wieder hoch. Und da gehen wir etwas weiter runter. Auf sagen wir 50%. Auf nach Karachi. Großbritannien versucht uns wieder freundlich zu stimmen. Und noch ein Prestigepunkt. Sehr gut. Und Jemen ist ebenfalls britisch. Bist du irre? Ich will keinen Krieg mit Großbritannien führen. Ich fürchte, ich muss allerdings. Schauen wir mal an, wie ist das mit den Konflikten? Geht etwas zurück, 100%. Mit etwas Glück kommt ein Konfliktkrieg. Militärisch bin ich irgendwie nicht so gut drauf. Ich könnte zwei Truppen bauen. Machen wir doch glatt. Das heißt, den haben wir mal weg. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ja, was auch immer. Mehr Truppen. Wir brauchen ein größeres Dings. Wir brauchen eine größere Truppenstärke. Industriestärke und Prestige brauchen wir auch mehr. Hopsi, hopsi, meine Leute.
Nein, Belutschistan ist unseres. Vollkommen egal, was ihr sagt. Was ist mit euch? Schade. Nein. USA bringen wir mal auf über 100. Wer ist das? Ägypten? Nee, interessiert mich nicht. Er führt gegen Ägypten Krieg. Wow, ganz schön viele Kriege. Okay. Die Liberalen haben ganze 0,05% gewonnen. Wie sollen wir da jemals irgendeine Verbesserung machen? Ägypten führt gegen Äthiopien Krieg. Schau dir was an. Yes! Und nochmal 100%. So, was machen wir jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage. Industrie. Machen wir mal eine Eisenbahn. Das sollte relativ schnell jetzt gehen schon. Es kostet nur 5040 Punkte. Bis wann sind wir da fertig? Bis 1. Juli. Na bitte, in einem halben Jahr. Jetzt machen wir mal ein paar hübsche, schnelle Fortbildungen. Dann machen wir auch ein paar militärische. Da schließen wir ein bisschen auf dann auf meinen Nachbarn. Beziehungsweise eigentlich nicht auf meinen Nachbarn, sondern auf Großbritannien. Jetzt machen wir mal ein bisschen Industriezeug. So, ihr zwei geht's daher. Das passt, ja. Sikkim möchte ein Bündnis. Na klar, machen wir doch glatt. Und Österreich ist eine Großmacht. Wen haben sie verdrängt? Belgien wieder. Ist okay. Was ist mit euch? Na, minus 30. Naja, ist schon besser. Die wollen wir auf über 100 bringen. Haben wir. Check. So, was wir da brauchen, ist noch eine Kanone und ein Hussar. Okay, was brauchen wir da noch? Da brauchen wir noch einen Husaren und noch eine Infanterie. Da brauchen wir noch einen Pionier. Also zweimal Husaren, einmal Pionier und einmal Kanone. Einmal Pionier. Einmal Kanone. So, wer hat die Kanone gebraucht? Du? Nein. Du? Auch nicht. Du hast die Kanone gebraucht und den Pionier hast glaube ich, du gebraucht. Jupp. So. Ja, immerhin sind wir schon 14. Details. Was machen wir als nächstes? Bergbauförderung. Werkzeugmaschine. Auswechselbare Teile. Puh, das ist alles gut. Das ist alles. Das ist nicht gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Machen wir mal auswechselbare Teile als erstes. Und dann schauen wir mal. Ah, wir können Eisenbahnen weiterbauen. Nachdem wir die Reaktionären da haben. Ach, Gott sei Dank.
Nicht bei mir. Konflikte brauche ich jetzt echt nicht. Ah, noch mehr Pluralität, das ist gut. Das heißt nämlich im Endeffekt, dass wir Männer für die Kolonie, Landfreiheit, Arbeit. Das Kolonialamt hat die Organisation einer Rekrutierungskampagne vorgeschlagen. Ich unterstütze die Idee voll und ganz. Attraktivität, nicht schlecht. Was wäre das andere? Ein Babyboom. Babyboom wäre auch nicht schlecht. Den Kaschmir ist mir wurscht. Das ist cool. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können Eritrea. Punjabisch machen nur 1,8% sind schon Punjabisch. Schau dir was an. So, schauen wir mal. Wie viele brauchen wir denn da noch? Nicht mehr so viele. Aber wir könnten eigentlich. So, wie schaut das da aus? Schaut gut aus. Bauen weiter aus da. Ist Afghanistan braucht auch Zeug. Ah, selbst in Sindh sind schon noch relativ viele Leute mittlerweile in den Fabriken. Ah, Ostafghanistan holt auch auf. Khorasan, naja, gut. Nö. Nein, Khorasan ist unseres. Ja, gibt's denn das? Immer diese afghanische Befreiungsarmee. Ist das arg? Diese doofen Afghanen. Könnten die bitte nicht wieder daherkommen? Gut, ein neuer General. Ah, der schaut gut aus. So, dann was. So, dann nehmen wir euch. Ihr kommt daher. Euch. Ihr kommt daher. Das stimmt eh, oder? Ja. Jop. Keine Armee, Baba. So, auswechselbare Teile. Und Niedrigdruck machen wir das als nächstes. Machen wir ein bisschen Geld. Apropos, warte mal. Jetzt schauen wir mal. Empirismus. Ah, nur 2%, schade. Sozialdarwinismus. Ach ja. Ist okay. Okay. In Afrika geht das lustige, ich erobere so viel ich kann weiter.
Wie schaut denn das bei euch aus? Wann kann ich mich dann Kriegerrechte fertigen? Achso. 1886, also in 3 Jahren. Hey, 1,8% Prestigepunkte für Hermeneutik. Großbritannien ist jetzt herzlich uns gegenüber. Ich finde das überhaupt nicht gut. Oh, Spanien und Portugal führen gegen Italien einen Krieg. Tadschikischer Aufstand. Nö, bekämpfen. Das sind sowieso keine Leute von mir. Die können wir ruhig bekämpfen. Nö, du darfst nicht bei mir durch. Grippe, Pandemie und wieder 3000. Ja, aber andererseits, sonst dauert es noch länger, als es eh schon ist. Aus Niederlanden nur. Oh, der Kakatau ist explodiert. Das war eine coole Sache. Also cool, weiß ich jetzt nicht, ob man das als sowas bezeichnen kann. So. Aber es war auf jeden Fall irre. So, wir haben 6% Facharbeiter. Vielleicht sollten wir anfangen, Angestellte hier zu fördern. Ganze 0%. Nein, auch das gehört uns. Ja, sag mal, gibt's das? Kommen die schneller nach als. Diese Befreiungsbewegung kommt schneller nach, als ich sie vernichten kann. Mir Konserven. Wow, 51.000 Mann hat er da an der Grenze. Irre. Wird Zeit für große Kriege. Hey, ich bin industriell, bin ich bereits der 12. Das ist gut. Das heißt, ich steige da auf. Und prestigemäßig steige ich auch auf. Militärisch bin ich aber dann hinten nach. So, was brauchen wir? Wir brauchen. Oh, offensichtlich kann man nichts bauen. Die erste große Armee. Die erste 30er Armee ist das. So, was brauchen wir? Da brauchen wir noch eine Infanterie und einen Husaren. Und da brauchen wir noch einen Husaren. Yes. So, wie schaut das aus? Positivismus. Oder gehen wir da langsam weiter? Machen wir mal Level 2 Force. Das geht auch ganz, ganz flott. Nicht einmal ein halbes Jahr. Und dann können wir es. Mit an der Grenze zu Großbritannien wollen wir schon ein bisschen bessere Force haben. Ah, ich sehe gerade, ich muss ja meine Freunde befreunden. Russland kann man nicht mehr weiter befreunden. Machen wir Italien oder Frankreich? Ja, machen wir Frankreich. Wow, Österreich hat genau 9 Prestige. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kriege die bis jetzt schon verloren haben. Ich glaube, alle. Und es ist noch immer Österreich, weil Deutschland nicht gegründet wurde. Und zwar deswegen, weil Bayern so stark ist. Das finde ich super. Und außerdem hat Norddeutscher Bund gegen Frankreich nicht gewonnen. Nein, das gehört uns. Könnten wir bitte diese afghanische Dingsbums-Front vollkommen auflösen? 54. Pff, wir haben 7,2.
Nein, können wir wahrscheinlich nicht. Werkzeugmaschinen, Bergbauförderung um 50% erhöht. Und Fabrikdurchsetzung auch um 5%. Maschinen, boah, bist du deppert, das ist gut. Und nochmal 5% Pluralität. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir holen auf die westlichen Mächte langsam aber sicher auf, würde ich mal fast sagen. Jetzt können wir langsam dann auch militärisch versuchen aufzuholen. Okay. Okay. Italien hat den Krieg verloren. Oh, Frankreich hat Tutanchamuns Amuns Grab. Mist. Ist das arg? Ja, wir sind keine Großmacht, wir können leider nicht ausgraben dort, aber wir sind schon 13. Wir pirschen uns langsam an. So, was machen wir noch? Berufsoffiziere. Machen wir mal Berufsoffiziere und dann machen wir wieder irgendwas Wirtschaftliches. Das ist gut für die allgemeine Sicherheit. Boah, Großbritannien ist vertraut mit uns jetzt. Arg. Und Empirismus leider nicht mehr früh genug, dass wir mehr als einen Punkt gekriegt hätten. Schade, schade. So, außerdem sollten wir Lahore ebenfalls ausbauen. Warte mal, die haben gegen Ägypten einen Krieg gewonnen? Ah, okay. Suez ist sowieso schon gebaut. Ist auch schon wurscht. Wieso helfen die Briten ihnen nicht? Ach so, da ist es klar, dass sie nicht helfen. Weil da hat ja Ägypten angegriffen. Aber warum haben die nicht gegen die Niederländer geholfen? Kann es sein, dass die mit den Niederlanden verbündet sind? Ah, Mist. Boah, der nächste Konflikt ist sicher bei uns, so oft wie ich diese Unruhen ziehe. Gibt es auch irgendwelche positiven Ereignisse mal für mich? Ich finde das überhaupt nicht richtig. Okay, Feldbefestigungen, das dockt man. Da brauchen wir auch noch ein Vorrhein. Immerhin ist es eine Küstenregion. Und Djibouti kriegt auch noch ein zweites Vor. Berufsoffiziere, hurra! Marine, nö, vergiss die Marine. Handel. Brauchen wir Handel irgendwas? Diplomatischer Einfluss plus 20%. Oh, Bergbauförderung und Landwirtschaftsleistung um 10% erhöht. Das ist nicht schlecht, das machen wir glatt. Geschäftsvorschriften. So, können wir wieder Armee bauen? Nö. Sind gerade mal aufgerückt. Wir brauchen mehr Soldaten. Gehen wir da wieder weiter rauf.
Dänemark? Gegen wen führt Dänemark Krieg? Österreich, Frankreich, Niederlande gegen... Ach, schon wieder. Hatten wir das nicht schon? Gibt's ja wohl nicht. Nein. Ist er deinen? Denen hilft man nicht. Den Dänen. Es wird auch Deutschland nicht gegründet werden, solange Bayern eine Großmacht ist. Das schaut jetzt zurzeit nicht so aus, als würden sie den Status verlieren. Man verliert ihn immer Österreich zuerst. Akademische Ausbildung, noch mehr Moral, sehr gut. Das hilft auf jeden Fall zumindest gegen all diese elenden, schwachen Dings. Nö, Angestellte braucht man nicht weiter fördern. Das geht noch nicht. Machen wir weiter Facharbeiter. Ich frage mich gerade, was wir brauchen, um Angestellte zu fördern. Ihr dürft natürlich durch, Freunde. Apropos Freunde. Was haltet ihr von einem Bündnis? Ist okay. Minus 15. Na, schau dir das an. Wird ja schon, wird ja schon. Handfeuerwaffenproduktion erhöht. Indische Polizei erschießt Jungen. Mhm. Punjab ist gerade mit einer Aufgabe beschäftigt. Diese Angelegenheit muss was? Muss sorgfältig untersucht werden. Na, wir untersuchen sorgfältig. Fünf Militants. Ist schon ein bisschen brutal. Naja. Yay, plus 1% Mobilisierungs irgendwas. Also mehr Truppen, wenn wir mobilisieren. Nicht, dass wir mobilisieren wollen. Wir hassen mobilisieren. Yes. Details. Gut. Jetzt nicht mehr. Kultur. Nationalismus. Oder Positivismus. Oder Romantik. Positivismus. Oder eine Eisenbahn. Nehmen wir mal Positivismus. Der muss ja ganz schnell fertig sein. Noch heuer locker. Ja. Bis 8. September. Russland. Was hältst du von einem Bündnis? Noch immer nichts. So. Und Deutschland und USA, was hältst du von verbesserten Beziehungen? Aber mittlerweile mag uns jeder. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir werden nicht erwischt, mal abgesehen davon, dass sowieso Österreich bei weitem schlimmer dran sein müsste, was das betrifft.
Warnzeichen. Meine Fabriken werden billiger. Na gut, Herrschaften. Wir haben einiges weitergebracht. Zumindest wirtschaftlich gesehen. Wir sind bereits Zehnter, was unsere Industrie betrifft. Das ist ausgezeichnet. Das ist wirklich ausgezeichnet, wenn ich bedenke, dass wir ein Drittweltland waren. Und jetzt sind wir 10. stärkste Industrienation. Das sollte über kurz oder lang dazu führen, dass wir doch in die zu den Großmächten aufsteigen. Falls wir ein Bündnis mit Russland zustande kriegen, das könnte ja funktionieren, würde ich fast sagen, dass wir uns einen Krieg mit Britannien erlauben könnten. Wozu haben wir denn die Russen? Die sollen den Krieg für uns führen. Wir würden die ganzen Kleinstaaten in Großbritannien, Britisch-Indien versuchen zu erobern. Das wäre sicher eine grausame Sache. 51.000 Mann, bist du wahnsinnig? Ich weiß nicht, wie ich mit denen Krieg führen soll. Die fahren einfach über mich drüber. Da kann ich gar nichts machen. Na gut, bis zum nächsten Mal, Herrschaften. Schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.